So. Wir spielen heute nicht im Heimstadion, sondern im Konami Stadium. Hier sehen wir, ich glaube, das ist Leon. Und da ist unser Fanblock. Die ist vor allem und da sind die Gegner, die interessieren uns aber nicht. Alles klar, der TSV Heimaterde läuft auf mit unter anderem Marius und Nils und Dennis, Luis Gustavo, Thilo, Tim als Mittelstürmer und Napoli mit Raphael van der Vaart und Gonzalo Higuain. Ich habe gar nicht geguckt, ob der Hamšík mitspielt, ob der auch da ist. Das weiß ich nicht. So, Anstoß. Wir freuen uns auf eine sehr spannende Partie heute zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Beide sind aufgestiegen zur Saison. Boah, Alter, der wurde aber auch rumgerannt, ey. Da kann man. Ah ja, aber das willst du pfeifen, ne? Okay, Vorteil. Alter. Suniga. Aber er ist da. Leon. Genau. So, Luis Gustavo. Auch mit dabei. Läuft ein bisschen nach vorne. Da kommt der Paul mit. Oh, der legt sich aber den Ball sehr weit vor. Und wir haben schon wieder gefoult. Los, Gustavo! Oh, pff. Okay, nur auf den Mann. Ich wollte schon sagen, ist Vorteil schon wieder. Und da ist die gelbe Karte für Luis Gustavo. Was ist? Ich habe gar nichts gemacht. Brasilien! Mein Gott! Er hat den Ball. Alter, er hat den Ball gespielt. Weiß gar nicht, warum die Gegner da so rumheulen. Kann ich mir nicht erklären. So, Paul. Okay. Florian. Boah, Florian, lauf mal ein bisschen. Mein Gott. Ah, leg ihn dir doch nicht zu weit vor. Das hat nur Nachteile. Oh Gott. Oh Gott, Dennis läuft uns aus. Macht nichts. Ein langer Ball. Ah, denn, ja, wenn du nicht dran gehen willst, dann lass doch die anderen. Oh, gut gemacht, Luis Gustavo. Konzentrieren, Jungs. Boah, und der ist immer drinnen. Ah! Mein Gott, dein Torwart kann so gut sein. Dein Torwart kann 110 rated sein und der geht trotzdem rein. Boah, Alter, Raphael van der Vaart. Als ob der sowas könnte, na, das gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Das geht mir nur auf den Geist. Okay, wir müssen jetzt wieder ein Tor schießen. Ich würde nämlich gerne den Pokal gewinnen. Spielt wieder Tim an. Jetzt die Flanke. Da ist der Thilo mit dem Kopf und Tor, da ist der Ausgleich. Das gibt's doch nicht. Jawohl, Alter. Das ist doch mal was. Da ist der Ausgleich wieder. Mann, und jetzt geht's ja erstmal richtig los. Thilo trifft mal wieder mit dem Kopf. Nach guter Vorarbeit.
Und dann rollt der Ball zum Glück noch rein. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. 1-1. Jetzt können wir doch weitermachen. Wieder nur den Ball erwischt. Mein Gott, ey. Noch einen erwischt, ey. Ich will doch nur den Ball haben. Anders kriege ich den Ball nicht. Mein Gott, ey. Wenn ich ganz normal B drücke, bekomme ich den Ball niemals. Oh, scheiße. Ach, Mann. Das ist doch der absolute Oberscheiß. Also man muss schon sagen, das wird alles einstudiert. Das haben sie im Training mit sich. Mein Gott, und die beiden links, die stehen da auf einem Haufen. Und der andere schaut nur zu, Alter. Das ist doch, Mann, fick doch dieses Scheißspiel. Mein Gott, die Spieler sind so doof wie Hundescheiße. Das gibt's doch nicht, Alter. Boah, ey, Alter, die Spieler sind so dumm. Mann, das tut richtig weh, ey. Boah, Alter, wir machen jetzt einfach so weiter und hoffen, dass wir nochmal treffen. Boah, und weh, das endet im Elfmeterschießen. Oh, Tim. Nein, natürlich nicht. Boah, nein, Alter. Ich schwör's dir. Ich bin so froh, wenn ich diese Scheißreihe durch hab, Alter. Da, ey, Alter, ihr könnt 100.000 Millionen Euro spenden, damit ich noch so eine Saison von PES mache, aber ihr kriegt mich nicht dazu, Alter. Boah, bin ich froh, wenn ich das Spiel endlich weg hab. Deinstallieren und FIFA 7 installieren. Und dann geht das hier weiter. Mein Gott, und erwarte bloß nicht, dass ich PES 17 Let's Play. Dann kannst du mir aber mal kreuzweise. Und das ist ein realistisches Fußballspiel? Ein Fußballspiel, bei dem die Spieler dumm wie, ich weiß nicht, Stroh ist noch schlauer. Hundescheiße ist noch schlauer. Mein Gott, ganz einfache Pässe kommen nicht an. Junge, der Kerl, der Nils, der hat ein Rating von 90. Warum kommt da immer noch so Hurensohn Scheiße raus? Bitte! Oh mein Gott! Komm, Thilo! Oh mein Gott, was für ein Treffer! Jetzt geht's los! Och Mann, ich will nur, dass ihr den scheiß Ball mitnimmt! Ah, mach das doch mal. Meine Fresse. Was für ein Treffer. Bravo. Applaus für diesen geilen Treffer. An dieser Stelle danke, Thilo. Danke, Thilo, dass du Teil unserer Mannschaft bist. Bam. Gegen den Pfosten. Was für ein brillanter Treffer. Mein Gott, ey. Und ich sehe es schon. Jetzt machen die noch ein Tor. Und ich darf wieder hinterherhängen. Dann machen die noch eins und ich darf wieder hinterherhängen. Nein, der war schlecht. Schön, Alter, du bist der Oberhammer. Ja, hat zwar nicht so viel gebracht. So, erstmal weg damit. Oh, schön. Sieht er da oben?
Den Florian, ja. Jetzt spiel in die Mitte, das ist der Thilo, aber der kommt an den Ball nicht ran. Der war viel zu weit weggespielt. Alter. Mein Gott, der kommt natürlich einfach an Luis Gustavo vorbei. Was denn sonst? Was denn sonst? Mein Gott, ey. Er beschäftigt 50.000 Spieler. Leck mich am Arsch, Alter. Torwart! Jawohl. Geil, boah, bleib erstmal ruhig hier. Komm, vielleicht können wir hier den Last-Minute-Screamer noch machen. Kein Abseits? Oh oh. Alter! Tim! Jawohl! Da ist er echt noch! Komm, Junge! Jawohl! Das gibt's doch nicht, Alter. Tim schon wieder mit dem Last-Minute-Tor. In der Nachspielzeit. Meine Güte, was für ein Team. Boah, das ist doch der absolute Wahnsinn. Und jetzt lehnen wir uns zurück und schauen uns nochmal die Wiederholungen an. Nee, im Ernst, ich bin echt zurückgelehnt. Ich trinke ein bisschen gar nichts. Der lange Pass von Paul auf Tim. Tim rennt und rennt und rennt, erreicht den 11-Meter-Raum, den 16er, zieht rein und macht ein Tor. Wunderbar, ich freue mich. Klasse gemacht. So, 3-2, wieder 5 Tore in dieser Partie. Und das war's, Abpfiff. Wir haben wie doch noch gewonnen. Was für eine Geschichte, Alter. Die eingeschaltet haben. TSV Heimaterde gegen den SSC Napoli. Ich freue mich, wollte ich gerade sagen. Ich freue mich aber eher nicht auf den Gegner. Das ist so ein bisschen so ein Hassgegner bei mir. So ein kleiner Feind. Weil der geht mir mächtig auf die Nerven. Und da sehen wir Zakamilov. Mit den Augenbrauen des Todes und Mesut Özils Bruder. Naja. So, Anstoß für die Heimmannschaft. Ihr wisst schon warum. Und es geht mit Lex los. Ich freue mich. So, Zakamilov spielt heute wieder. Mal sehen, wie der sich schlägt. So, jetzt wird das hier ziemlich eng. Wir machen mal einen Seitenwechsel. Paul. Florian. Zieht zurück. Flanke. Na, das war nichts. Maurice gewinnt den Ball wieder. Vorsicht, Leute. Und da kommt der hohe Pass auf Leon auf die Außen. Flanke aber abgeblockt. Der Ball ist noch drin. Aber wir verlieren ihn wieder. Oh, aber Thilo ist da. Jetzt die Flanke in die Mitte. Aber nein, jetzt gibt's Eckstoß. Wir machen mal eine starke Flanke. Maurice kommt da nicht ran. Scheiße. Aber wir sind doch alle nur 1,80 groß oder so. Also eigentlich keine Chance, dass wir hier Kopfballduelle gewinnen. Oh, Mertesacker gewinnt, aber das Kopfballduell. Oh, da hat er doch nur den Mann erwischt. Und es gibt die gelbe Karte für Per Mertesacker. Oh, er hat ihn mit dem Stollen ins Auge erwischt. Oh nein. Und der Schiedsrichter sieht aus wie Andres Iniesta. Oh, ja. Warum auch immer er sich da ins Auge gefasst hat. Kann ich mir nicht erklären. Hamšík macht den Freistoß. Nils ist zur Stelle. Schön. Oh mein Gott, der Pass. Kommt der? Ja, er gewinnt. Und Thilo ist zur Stelle und Tor.
Ich sag einfach mal, er gewinnt. Ne? Er gewinnt das Duell, das 1 gegen 1 Duell. Gegen den Verteidiger, der Maurice. Und wir führen 1-0 durch Thilo. Oh Mann, der macht auch momentan Tore wie am Fließband, ne? Hier nochmal der Konter. Mit Florian. Und Maurice. Und der ist schnell, der kommt hinterher. Gewinnt sogar das körperliche Duell. Und dann kommt da der Ball noch rüber auf Thilo. Das war ein bisschen, ja, ich dachte eigentlich, es wäre zu leicht durchdacht und das würde nicht funktionieren, das Rüberpassen auf Thilo, aber da haben wir nochmal Glück gehabt. So, und jetzt machen wir weiter Druck. Ja, das hat Leon gerochen. Ja, okay. Boah, super gemacht, Luis Gustavo. Klasse. Na, das war zu einfach. Alter, okay. Whatever. Scheiß Spiel. Schön. Na, Tim hat den aber noch. Wird mal Zeit abzuziehen. Oh mein Gott, was für ein Tor. Das gibt es doch nicht. Was für ein Treffer von Tim. Das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Luis Gustavo gewinnt den Ball wieder. Thilo versucht, Maurice zu schicken. Und der Ball kommt auf Tim. Tim zieht einfach mal ab und trifft von da. Leck mir am Arsch. Nochmal bitte. Bam. Okay. Ja, können wir mal machen, nicht wahr? Ich freue mich. Der müsste jetzt eigentlich... ist der nicht sogar fast gleich auf von den Tor... von der Anzahl der Tore her wie Cristiano Ronaldo? Super gemacht, Paul. Oh, Florian hat den. Florian, läuft nochmal über die Außen. Zurückziehen, genau. Komm, Alter, lauf rein. Vielleicht kannst du auch nochmal treffen. Finesse-Schuss. Aber der geht daneben. Na, war ein guter Versuch von Florian. ...2-0 führt Heimat-Elle hier zur Halbzeit, hoffentlich. Ja, wir spielen nochmal zurück. So, und das war's auch. Das war die erste Halbzeit. Heimaterde für 2-0 gegen Napoli. Das gefällt mir. Zwei super Tore haben wir gesehen. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Hoffentlich läuft sie genauso gut wie die erste. So, wir haben 67% Ballbesitz und 76% erfolgreiche Pässe. Das sind ganz gute Statistiken, würde ich sagen. Vielleicht können wir noch einen einwechseln. Wie wäre es mit... Komm, Gregiolini. Hacken wir nochmal rein. Ja doch, lassen wir doch so. Higuain und Hamsik machen den Anstoß zur zweiten Halbzeit und alles klar. Kommt direkt ein langer Pass. Schön, Gregiolini. Oh, auf Nils, der kommt dran vorbei. Zieh mal ab, Junge! Oh, das war aber schön, schön gespielt hier von den beiden. Und Nils setzt sich da super durch. Läuft noch ein bisschen weiter, setzt sich auch gegen Hamsik super durch. Klasse. Das ist Einsatz. Und dann der Schuss. Ha! Hätte auch reingehen können, hätte er verdient. So. Die kann wieder sehr lang kommen.
Higuain hat ihn. Aber super geklärt von Paul. Und jetzt gucken wir, dass wir hier schön weitermachen. Er sieht Guriki. Oh, er bleibt stehen. Warum? Ah, da kann man nicht an den Ball dran oder was? Boah, Alter. Gurigiolini. Los. Was macht denn Paul da vorne? Ist er nicht Rechtsverteidiger? Warum ist er denn kein Rechtsverteidiger hier? Alter, genau deswegen. Da fehlt er doch. Ah ja. Es läuft doch immer darauf hinaus. Wir können sie ja nur so stoppen. Bitte keine rote. Okay, gelb ist in Ordnung. Dachte jetzt Notbremse oder sowas. Aber sorry, anders können wir sie nicht stoppen. Ich hätte jetzt B drücken können, so oft ich will, so oft wie ich lustig bin. Hätte nichts gebracht. Flanke in die Mitte, eine Torchance für den Gegner und Tor. Genau das werden wir auch jetzt sehen wahrscheinlich. Nein, Leon klärt. Tim klärt erstmal so. Schön, Gurigiolini. Leck mir am Arsch. Thilo. Ah, nein, der sollte auf Florian gehen. Scheiße, ich hätte hoch auf Florian spielen sollen. Schön, Tim. Luis Gustavo. Findet keine Anspielstation. So, Thilo hier unten wieder. Mit Tim und einem Scheißpass auf Gurigiolini. Der war schlecht. Oh, oh. Torwart, genau. Sehr gut. Scheiße, okay. Glück gehabt. Tim? Ah, verliert den Ball. Holt ihn sich wieder. Schön. Oh, Thilo! Ach, Mann, ey. Ich hätte mir jetzt ein Rückwärtssalto gewünscht. Und noch so ein Bicycle-Kick dazu. Gut gemacht, Luis Gustavo. Thilo kommt dran vorbei. Ja, der kommt die Flanke, die war aber zu wenig. Oh, super gemacht, Tim. Und Abpfiff. Wir gewinnen 2-0 gegen Napoli.